Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist die Jahreslegung für den Widder für das Jahr 2022. Und wie immer ist das eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die natürlich auch nicht für jeden passt. Und so darfst du dich wie immer von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest den lass beiseite. Und diese Legung gliedert sich wie immer in vier Bereiche, in die vier Elemente, die wir auch im Tarot wiederfinden. Und wir beginnen wie immer im Norden mit dem Erdelement, mit den Münzen. Und hier geht es um das Thema Finanzen und Wohlstand. Und wir haben hier den Narren, das Universum, und den Mond. Also im Bereich Finanzen, Geld, Wohnen und diesen ganzen Dingen, die die materielle Welt betreffen, kommt im neuen Jahr ein Neuanfang auf dich zu. Du darfst dich neu ausrichten, du darfst die Dinge neu gestalten, du darfst dir einfach auch nochmal grundsätzlich überlegen, wie dieser Bereich aussehen soll. Und bei diesen Überlegungen, sind dir keine Grenzen gesetzt. Also deine Möglichkeiten hier, die sind unendlich. Die sind unendlich und facettenreich wie das Universum an sich. Und es mag sein, dass dir vielleicht bei dem einen oder anderen Gedanken, was du tun möchtest in Bezug auf deine Arbeit, auf deine Finanzen und auch auf deine Wohnsituation vielleicht zuerst noch ein bisschen mulmig im Bauch ist. Aber dieses Gefühl verfliegt mit der Zeit. Wie gesagt, du darfst dich hier von den unendlichen Möglichkeiten inspirieren lassen. Und was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass die Umsetzung nicht von heute auf morgen gehen wird. Du wirst in dem Bereich noch eine kleine Durststrecke vor dir haben. Aber das, was du dir hier wünschst, das ist schon in greifbarer Nähe, auch wenn du es vielleicht noch nicht direkt sehen kannst. Der Weg ist nicht mehr weit. Wir schauen hier nochmal tiefer in diesen Bereich hinein. Wir haben hier den Tod und den Magier. Und das schränkt das einfach nochmal ein bisschen mehr ein. Also die Karten sagen, du darfst hier wirklich Altes zurücklassen. Aber das, was du zurücklässt, das sind einfach Dinge, die sich überlebt haben, die dich auch nicht mehr glücklich gemacht haben. Du darfst auch einfach Dunkelheit zurücklassen. Und was die Karten nochmal betonen, ist hier mit dem Magier, dass dir wirklich alle Wege offen stehen. Du bist frei zu entscheiden, wie du diesen Bereich aus dir selbst heraus gestaltest. Und darauf liegt der Majoran. Das Glück. Auch einfach das Glücklichsein. Ja, also du darfst in diesem Bereich die Dinge, die sich schwer angefühlt haben, die darfst du hinter dir lassen. Du darfst das Neue gestalten, du darfst das Alte loslassen. Es sind keine Einschränkungen da. Du kannst alles möglich machen. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Und auch wenn es noch ein bisschen dauert, führt dich dieser Bereich hier ins Glück. Dann schauen wir weiter in den Osten. Und hier finden wir das Luftelement, die Schwerter im Tarot. Und hier geht es einfach um unser Lebensgefühl, um unsere mentale Energie und unsere Stimmung. Und wir schauen mal in diesen Bereich für dich hinein, was da im kommenden Jahr wichtig ist. Ja, hier liegt nochmal das Ende, das wir hier oben schon gesehen haben auf der materiellen Ebene. Und das wirkt sich auch auf deinen mentalen Zustand aus. Und hier sind die 7 der Scheiben, Fehlschlag im Crowley Tarot. Und aber auch das Ass der Scheiben. Ja, also hier im Bereich der mentalen Energie, der Gedanken. Es ist einfach so, dass der Fokus ein bisschen zu sehr hier auf diesem Loslassen und auf diesem Ende ist. Vielleicht hast du auch das Gefühl, das klebt noch an dir und es will gar nicht so recht weg.
Es mag sein, du empfindest das als Fehlschlag. Es mag sein, dass ja, du das Gefühl hast, dass du es nicht los wirst, dass dich das weiter verfolgt. Und auf dieser mentalen Ebene ist es immer ganz wichtig, dass wir das nicht nur auf der materiellen Ebene loslassen, sondern auch auf der Ebene der Gedanken loslassen. Denn die Gedanken bewirken unsere Emotionen und die Emotionen, die bewirken wieder unser Handeln. Und diese drei Ebenen, die stehen in engem Austausch und eins bedingt das andere. Und hier ist klar, du lässt hier etwas Überlebtes los im Erdelement. Und das ist gut, weil du kannst es neu gestalten und es wird schön. Und eben ganz wichtig ist, dass du das auch in deinen Gedanken loslässt, in deiner mentalen Energie loslässt und auch in deinem Energiefeld klärst, damit es dich nicht weiter verfolgen kann und damit auch dieses Gefühl weggeht, dass das irgendwo noch an dir klebt. Das ist nämlich so eine Sache hier im Crowley-Tarot, dass wir hier dieses Skelett sehen mit der Sense und ebenso diese ganzen Fäden, die wie so Fischgräten sind. Und das deutet immer darauf hin, dass da noch irgendwelche energetischen Verbindungen sind und die halten wir aufrecht in unseren Gedanken, weil Gedanken sind ja auch Energie. Und was wichtig ist, ist, dass hier hinten liegt das Ass der Scheiben. Und das Ass der Scheiben ist einfach auch ein materieller Neuanfang. Und zwar auf einer Ebene, die viel mehr in Harmonie ist mit dir selbst als das, was du davor gehabt hast. Hier liegt der Schatz in deinem Herzen. Da liegt auch so ein bisschen das, was du dir wirklich wünschst, worüber du dir hier oben noch klar werden darfst. Das Unendliche das Unendliche des Universums, das nimmt hier Materie an in deinem Geist. Ja, und es steht einfach ein Wechsel an. Und ein Wechsel bedeutet immer, wir lassen das Alte los im Austausch gegen etwas Neues, Besseres. Und hier geht es vom Dunkeln ins Licht, vom Schweren ins Leichte, von der Nacht in den Tag. Und das wird dir auch klar. Der König der Schwerter, der hat ganz viel mentale Klarheit in sich. Und aus dieser mentalen Klarheit heraus trennt er sich auch von diesen störenden Energien. Und der König der Schwerter, dem ist auch völlig klar, wofür sein Herz schlägt, wo ihn sein Herz hinlenkt. Und in diese Richtung geht er auch. Und hier haben wir Lady Venus, Downloads and Understanding. Und Lady Venus, also die ist erstmal mit der Venus verbunden, auch mit dieser Weiblichkeit der Venus und der Liebesenergie der Venus. Und sie sagt, du erkennst die Wahrheit und dass sich in dir tiefe Einsichten zeigen werden, die dir vom Himmel und aus der astralen Ebene zugespielt werden. Und das ist wieder konform mit dem, was du hier in deinem Herzen trägst. Also das Universum unterstützt dich bei diesen Entscheidungen, bei diesem Weg, bei dieser Transformation. Die stehen hinter dir und sie helfen dir, die Dinge wirklich klar zu sehen, so wie das eben hier im König der Schwerter auch angezeigt ist. Und so wie hier dieser Kristall auf ihrem Herzen auch diese Klarheit anzeigt, die du auch hier findest im Ass der Scheiben in deinem Herzen. Und dann schauen wir weiter in den Süden, in das Feuerelement. Im Süden haben wir das Feuerelement der Stäbe, die Wunschmanifestation. Das Feuerelemente ist der göttlichen Ebene am nächsten. Und hier haben wir zunächst die Prinzessin der Schwerter. Die zeichnet sich auch immer aus durch die innere Klarheit und vor allem hat sie auch diese kriegerische Energie, mit der sie sich aus der inneren Klarheit heraus, aus der Dunkelheit befreit.
Wir haben hier den Wagen und die Freude. Die Freude, die wir auch hier oben liegen haben im Majoran. Also es ist einfach so, dass du dich, es ist auch dein Wunsch, dich zu befreien. So muss ich es eigentlich sagen. Es ist dein Wunsch, dich zu befreien und du darfst dir hier die Zeit nehmen, die du brauchst. Der Wagen ist ja immer eine Zeitkarte, die anzeigt, dass wenn du in dir, in deinem Herzen, hier diese Richtung gefunden hast, dann setzt sich der Wagen in Bewegung und dann bist du klar in dem, in der Richtung, wo es hier oben gehen soll. Und dieser Weg, diese Entscheidungen, die du treffen wirst, die führen dich in die Freude, die führen dich ins Fließen, in Harmonie, in das, was im Leben gut und positiv ist. Und das ist auch dein Wunsch. Also ich sehe hier den Wunsch nach Befreiung. Insofern ist das, was hier oben endet, für dich ein Segen. Was nicht heißen soll, dass es immer einfach ist. Du wünschst dir Gerechtigkeit, du wünschst dir Ausgleichung. Und du wünschst dir, frei zu sein. Und diese Figur hier unten auf der Acht der Schwerter, die ist so ein bisschen gefangen in ihren eigenen Gedanken, gefangen in ihren eigenen Mustern. Und das ist auch etwas, was eben hier unten aufgebrochen wird in der Prinzessin der Scheiben. Und so darfst du dich einfach aus ganz vielen Dingen befreien. Und das greift auch über verschiedene Ebenen über. Und das ist etwas, das liegt dir hier im Gelingen. Und wir haben hier die Hüterin der Tiere. Und sie sagt, vertraue deinem Instinkt. So wie ein Tier sich instinktiv verhält, instinktiv richtig entscheidet, instinktiv weiß, wann es Zeit ist zu gehen, wann es Zeit ist, irgendwo hinzugehen. Vertraue deinem inneren Wissen und deinem Instinkt. Und der Instinkt, das ist auch etwas, das wird mit unterstützt und verstärkt hier durch die Wesen, die dich begleiten. Dann schauen wir in den Westen, in das Wasserelement, die Kelche, und hier finden wir die Gefühle und die Liebe. Und hier liegt erstmal die 10 der Münzen, der Reichtum. Der Ritter der Scheiben. Und die 5 der Schwerter. Also du scheinst im Bereich der Liebe und der Gefühle, da scheint sehr viel da zu sein. In sehr vielen Bereichen spiegeln sich da auch Dinge wieder. Und es mag sein, dass du dich manchmal ein bisschen müde fühlst, wenn du diesen Weg gehst. Müdigkeit ist auch ein Gefühl. Und du weißt aber auch genau, wohin du gehen willst und dass dieser Weg dich hier in die Freude bringt und in diese Segnung, dass das gut ist und positiv ist. Und deswegen, auch wenn du dich müde fühlst, auch wenn du dich manchmal niedergeschlagen fühlst, durch diesen Weg und durch die Dinge, die damit zusammenhängen. Du gibst nicht auf. Du hast trotzdem in dir diese Kraft und Ausdauer, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Und du weißt, dass dieser Reichtum auf dich wartet. Und zwar nicht nur im Bereich der Gefühle, sondern du weißt, dass das einfach alles wieder fließen wird, dass die Freude wieder fließen wird, dass das Geld da ist, dass es einfach vom Schatten ins Licht geht. Und deswegen lässt du dich nicht aufhalten. Und diese Niedergeschlagenheit hier in der Mitte und auch diese Bedenken, dass es womöglich mal nicht klappen könnte, was hier auch zusammenhängt mit dieser Angst vor diesem Fehlschlag hier auf der mentalen Ebene. Das Denken bewirkt das Handeln, das Fühlen und dann eben auch das Handeln. Ja, das ist einfach in deinem Kopf.
Und weil das in deinem Kopf ist, ist es auch hier in deinem Gefühl. Das heißt aber nicht, dass es real sein muss. Und hier liegt wieder dieses Ende und die Ausgleichung. Also das ist etwas, das zieht sich hier durch diese Legung wie ein roter Faden. Ende, endgültiges Ende. Diese Person, die wir hier auf dieser Karte sehen, die ist von 10 Schwertern durchbohrt. Da ist einfach fertig, Ende. Aber wir sehen auch im Hintergrund, sehen wir schon den Tag, der auch hier oben in der Karte der Mond anbricht. Und hier bei der 6 der Münzen, da haben wir wieder die Waage, hier die Gerechtigkeit, was auch hier wieder liegt. Also dir wird Gerechtigkeit erfahren, es wird sich dadurch in deinem Leben etwas ausgleichen. Und darauf darfst du vertrauen. Und wie gesagt, es geht für dich vom Schatten ins Licht. Deine Möglichkeiten sind unbegrenzt, du erfährst Gerechtigkeit. Es kann sein, dass dieser Loslöseprozess und dieses Ende, dass das vielleicht nicht ganz so schön ist. Aber du kannst den Blick aufs Neue lenken und dann bleibst du auch hier in deiner Kraft, weil du eben hier auch dein Ziel kennst. Und wir haben hier den kristallgelben Drachen und er öffnet dich für höheres Lernen und für Weisheit. Und er sagt, erweitere dein Kronenchakra für die Erleuchtung, geh den höheren spirituellen Weg. Und der zeigt dir einfach auch nochmal an all diesen Dingen, diese kleinen spirituellen Lektionen, die mit diesem Wachstum, was hier in diesem Jahr und in diesem Kartenbild liegt, verbunden sind. Also du hast Grund zur Freude, es wird alles gut, es wird nicht immer leicht, aber du hast die Kraft dazu, du hast das Ziel vor Augen. Setz dir das Ziel auch nicht allzu tief. Na, du denke daran, dass hier oben im Materiellen deine Möglichkeiten sind unbegrenzt und du hast die Kraft, es zu schaffen, du hast den Neuanfang da. Es dauert noch ein bisschen, aber es kommt. Und du hast die Kraft, dahin zu gehen. Und zum Abschluss gibt es für dich auch noch eine Affirmation, die dich durch dieses Jahr begleitet. Ich wähle die Liebe, ganz gleich, was geschieht. Ja, lieber Widder, das sind deine Karten fürs kommende Jahr. Ich hoffe, sie waren dir hilfreich, konnten dich ermutigen und inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video einen Like und wenn du möchtest, dann abonniere auch meinen Kanal und schau bei Gelegenheit wieder vorbei. Alles Liebe für dich.